Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, was für die kommende Woche angesagt ist. Wir haben natürlich wieder drei individuelle Botschaften für euch. Hier einmal links der blaue Lapis Lazuli, in der Mitte der rote Jaspis und rechts der gelbe Jaspis. Ihr könnt auch nach den Kartendecks gehen, euch danach entscheiden, welche Antwort die richtige ist. Links, Mitte, rechts. Einfach da nochmal schauen, was passt zu euch. Kurz in euch gehen. Ihr könnt auch das Video anhalten, wenn ihr längere Zeit braucht dazu. Und überlegen, was ist die richtige Botschaft für euch, während ich schon mal hier oben mit der Wochenorakel oder Liebesorakelbotschaft beginne. Ja, und das war gerade witzig, als ich das Orakel gelegt habe, denn als erstes in hohem Bogen und mit großen Padauzen, das machen die Engel ganz gern mit mir, flog die Zwillingsflammenkarte raus. Das heißt, es ist schon die Vorankündigung, dass das hier ein Orakel ist, was sehr, sehr stark mit dem Thema Zwillingsflamme zu tun hat. Das schon mal vorweg an alle. Also ganz schön. Und die Engel sagen, ja, die Anziehungskraft zwischen Zwillingsflammen steht nochmal im Fokus der kommenden oder jetzt schon laufenden Liebesorakelwoche. Ja, die Engel sagen, du ziehst romantische Liebe an, indem du den Moment voll und ganz genießt. Ja, es geht darum, für alle Zwillingsflammen jetzt immer mehr im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu sehr in der Vergangenheit, nicht zu sehr in der Zukunft, balanciert in sich selbst zu sein und einfach die Anziehungskraft zu genießen, die da ist, diese auch nicht zu leugnen, zu negieren oder wegzudrängen, sondern es einfach fließen zu lassen. Und aufgrund dieser Anziehungskraft, die in der kommenden Woche offenbar nochmal stärker wird, nochmal deutlicher wird, kommt auch das Thema Begegnungen wieder aufs Tablett, kann man sagen, ins Gespräch. Das Thema Treffen, Flitterwochen ist hier jetzt nicht so sehr auf hochzeitliche Aktivitäten beschränkt, kann aber natürlich im Einzelfall auch sein, kann ein Urlaub sein, kann ein Wochenende zusammen sein, kann einfach eine Begegnung sein, Zeit zusammen zu verbringen. Das scheint nochmal Thema zu sein und etwas, was die Anziehungskraft auch zwischen den Zwillingsflammen nochmal, nochmal hervorbringt. Ich sehe gerade, dass das Bild etwas unscharf ist. Oder ich kann nicht mehr gut sehen. Jetzt ist es besser, ne? So. das ist ganz interessant, weil die Engel wollen uns sagen, dass diese Anziehungskraft, die auch zu einer Begegnung offenbar führen kann, mit einer veränderten Herzfrequenz zu tun hat. Hier kommt der Kolibri und er zeigt, ja, die Herzfrequenz hat sich verändert, ist entweder stärker geworden, hat eine höhere Schwingung erreicht, eine andere Schwingung erreicht. Das wird ja über das Herzchakra gesendet, ja, zwischen den Zwillingsflammen, aber natürlich auch generell in die Welt. Und sie sagen, es ist die Qualität der Herzfrequenz, die anders ist, ja, die diese Anziehungskraft jetzt auslöst. Also das heißt, irgendetwas hat sich da getan. Das können auch die Lichtcodes sein, die wir in den Monaten vorher bekommen haben. Die sind nämlich sehr aktiv in den Chakren, lösen da ganz viel aus, bringen da auch ganz viel Entwicklung in Gang. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt einfach in der Verbindung der Zwillingsflammen auch eine andere Qualität mit einbringt. Und wie sich das natürlich im individuellen Fall dann zeigt, müsst ihr mal schauen, müsst ihr ein bisschen abwarten, was das bringt. In jedem Fall, sagen die Engel, wird es mehr Anerkennung bringen dafür, dass zwischen den Zwillingsflammen eben nun mal eine Seelenverbindung besteht. Und dass sich die Seelen einfach berühren, dass sie nicht das ignorieren können, dass sie das auch nicht mit dem Kopf wegdrängen können, dass sie das auch nicht wegstoßen können, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass der andere die zweite Seelenhälfte von einem selbst ist, mit allem Schönen, was man darin sieht, mit allem Erschreckenden, was man darin sieht, auch Angstvollen, auch Gegensätzlichen, ja, die andere Polarität darstellenden, was aber wieder die Anziehung auch ausmacht. Also es ist ein ewiges Hin und Her, das wissen ja alle, die in den Zwillingsfarben-Verbindungen sind, aber es geht in dieser Woche, glaube ich, nochmal eine Etage höher vom Level der Anziehung. Das erreicht eine andere Stufe und eine andere Qualität und auch die Qualität, dass es mehr Anerkennung findet von beiden Beteiligten an dieser Verbindung, zu sagen, es ist nun mal diese Seelenverbindung, sie ist da, man kann eigentlich machen, was man will, sie bleibt so oder so und schön wäre es doch, das auch schön zu gestalten und ich glaube, da geht die Reise in dieser Woche so ein bisschen hin. Ja, kommen wir zu den individuellen Botschaften, der Lapis Lazuli. Diejenigen, die den Lapis Lazuli gewählt haben, werden aufgefordert, jetzt in dieser Zwillingsflammenverbindung auf jeden Fall Kontrollthemen loszulassen. Die Engel sagen, erlaube der Situation, sich natürlich zu entwickeln, also nicht zu sehr mit dem Verstand Dinge zu tun, sondern wirklich aus dem Herzen heraus zu leben und zu handeln, auch zu kommunizieren, zu lieben.
und nicht zu versuchen, sich oder den anderen einzuschränken, in irgendeiner Form oder irgendetwas zu bewegen zu wollen mit dem Verstand. Und das, was da vielleicht noch klemmt im Knarz im Gebälk, kann mit früheren Leben zu tun haben. Vielleicht sind da noch Erinnerungen an frühere Leben, wo wir eben uns anders verhalten haben, wo eben Ängste noch herkommen können, die noch in alte Muster führen könnten hier. Ja. Und wo wir erkennen, dass aber diese neue Herzqualität das auflöst. Und das ist interessant, weil mir gerade nochmal die Erinnerung kommt, ich hatte ja in den letzten beiden Videos erzählt, von diesen schönen, oder in dem letzten Video vor allem, von diesen schönen Erlebnissen, die ich hatte in den letzten Wochen. Und ich habe auch gemerkt, dass in meinem Herzchakra noch eine letzte Verletzung noch drin ist, also eine sehr tiefe, aber sehr weit zurückliegende Verletzung aus früheren Leben, nämlich rückgehend zu Atlantis, wo ja die erste Trennung der Zwillingsflammen stattgefunden hat und auch die schmerzlichste. Und das kam letzte Woche auch nochmal in die Heilung, auch durch Mutter Erde nochmal, durch diese Kundalini, Erdkundalini-Aufstieg durch meine Chakren, ist das Thema für mich nochmal in die Heilung gekommen. Es arbeitet vielleicht aber auch noch, muss jetzt auch nochmal wirklich in meinem eigenen Muster verändert werden. Also ich glaube, das ist noch dabei zu geschehen. Deshalb kann das gut passieren, dass es halt wichtig ist, dass wir eben in der Kommunikation, hier gerade auch der Lapis Lazuli, der für Kommunikation steht, nicht versuchen zu sehr zu kontrollieren, sondern auch erkennen, dass wir das Thema loslassen können aus früheren Leben. Der rote Jaspis. Für die, die den roten Jaspis gezogen haben, geht es definitiv um die Erkenntnis auch der Einheit, das Spüren, das Fühlen, das Leben dieser Einheit zwischen Yin und Yang, zwischen männlich, weiblich, plus, minus, wie auch immer du es nennen willst. Und in dieser Einheit dann auch wiederum die Muster auch, die Einheitsmuster auch noch zu bearbeiten. Denn natürlich hört die Arbeit für Zwillingsflammen nicht auf, wenn sie zusammen sind. Auch dann wird noch aneinander gearbeitet. Auch dann wird natürlich geguckt, wo braucht der andere noch Balance, wo braucht die Beziehung noch Balance. Und das sind auch nochmal Muster, die vielleicht jetzt angeschaut werden können, ja, weil da eine andere Frequenz erreicht ist. Gibt es andere leichte Muster, die noch in die Heilung gehen können. Der gelbe Jaspis. Für diejenigen, die diesen Stein gezogen haben, geht es darum zu erkennen, dass es für euch wichtig ist, auch als Paar euch mit der Quelle zu verbinden, also mit Gott, dass ihr erkennt, hier haben wir auch nochmal die Merkaba-Stern, also dass es eine höhere Gewalt gibt, die eure Verbindung führt und auch beeinflusst und auch den Weg zu Gott wieder zu finden für beide. Und dass ihr Führungskräfte seid. Damit meine ich nicht das, was man so in Unternehmen landläufig unter Führungskräften versteht, sondern eine viel entspanntere Haltung zu Führung zu haben. Einfach nur jemand zu sein, der ein Vorbild ist für andere, der vielleicht auch mal einen Weg vorausgeht, der noch nicht begangen worden ist. Auch das ist Führung. Ja, auch das, ein Pionier zu sein, jemand, der sich traut, einen unkonventionellen Weg zu gehen. Ja, und anderen vielleicht da auch Rat zu geben oder ein Vorbild zu sein, wie auch immer ihr das leben wollt. Das kann ja für euch nochmal eine andere Definition sein. Aber das steht auf jeden Fall in der folgenden Woche an. Also wir haben hier durchaus bei den individuellen Karten ganz schön Tiefgang und noch Auflösungsthemen. Aber ich sag mal, in Summe kommen wir hier wirklich in den Bereich einer anderen Ebene und eines höheren Levels, was sich vielleicht jetzt auch eben in der Begegnung mehr zeigt, was vielleicht vorher noch sehr energetisch war in den Energiekörpern, kann jetzt vielleicht sich auch mehr physisch auch manifestieren in der Auseinandersetzung, Kommunikation, den Begegnungen vielleicht auch mit der Zwillingsflamme. Also eine spannende Woche könnte das werden. Ich hoffe, das wird für alle wunderschön. Schick euch von meinem Herzen Licht und Liebe an alle und sag bis bald.